Schaut mal, unsere Resteverwertung hat wunderbar geklappt. Hier stehen sie. Und was denkt ihr, wie viel Spaß das macht, wenn ihr jetzt backt und ihr habt auf einen Schlag 50, 60 Kekse innerhalb von Minuten hergestellt? Und wichtig ist jetzt immer, dass sie die kleine Folie haben, weil sie können jetzt die Kekse bis ganz außen zum Rand legen. Wenn sie gebacken sind, die können sie gleich drauf lassen und sie machen die hier fix und fertig. Und es nützen wirklich, wenn man 10, 15 Folien hat, sie brauchen nur die halbe Zeit zum Herstellen von ihrem Gebäck. Sie nehmen den Streuer, da ist Dekorzucker drin von Eiko, das ist Puderzucker, der nicht verläuft. Und bevor wir sie verzieren, richtig, tun wir erst einmal die Oberflächen abpudern. Und dann sehen Sie auch hinterher die Marmelade sehr schön. Und jetzt gehen wir her, nehmen wieder unseren Minispritzbeutel, Lieblingsbeutel von der Simone. Und jetzt geht sie her und spritzt einfach hier ein bisschen Marmelade, okay? Oder ein bisschen mehr Marmelade, je nachdem, wie Sie das wollen. Und dann legen wir die Teile oben drauf und fertig ist unser Gebäck. Und Sie müssen nichts runterklauben und irgendwo anders drapieren, sondern Sie haben alles schon fix und fertig auf Ihrer kleinen Backfolie liegen. So macht das Backen einfach Spaß. So viel Freude haben wir, sonst würden wir es Ihnen nicht zeigen. Schaut, fertig sind Sie. Jetzt haben wir hier ja den anderen Rest verarbeitet von unserem Teig. Und zwar mit unseren Donuts, mit unserem Plissé. Und schaut, die gehen ganz leicht raus. Es macht einfach Freude, es geht nichts kaputt. Und jetzt geht man her, wenn sie abgekühlt sind, dann gehen sie her und füllen etwas Kuvertüre in die kleinen Förmchen. Nur so viel, ganz, ganz wenig. Und dann nehmen sie diese Teilchen, egal welche Matte sie haben, legen die wieder hinein, lassen das Ganze kalt werden und schon sind sie mit Schokolade überzogen. Also immer schön die Videos anschauen, immer die Ideen holen. Wir zeigen Ihnen die einfachsten Dinge und so haben wir schon ganz, ganz viele Junge, alles, was wir am Publikum haben, zum Backen motiviert und es sind mittlerweile richtig tolle Bäckerinnen. Wir kriegen viele, viele Fotos und alle haben so eine große Begeisterung und mit dieser Begeisterung nehmen sie uns mit. Und das ist das Schöne an unserer Tätigkeit, an unserer Arbeit. Es macht so viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten und die Freude bei ihnen zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Zwei Köpfe denken immer mehr wie einer. Und meine Schwiegertochter, die Simone, hat jetzt gesagt, es gibt doch Leute, die keine Schokolade mögen. Dann machen wir das einfach mit Marmelade. Und ich finde es einfach toll, wenn man zu zweit mitdenkt. Schaut's, und jetzt können Sie wunderbar in dieses Löchlein die Marmelade füllen. Und schon haben wir wieder ein anderes Gebäck. Was Sie hier beachten müssen, wenn wir die jetzt zuvor mit der Dekorzucker bestäuben, dann haben Sie ein Problem, weil die Marmelade sich dann wieder rauszieht. Die hält dann nicht. Also da müssen Sie es immer zuvor mit Marmelade machen, gell? Okay, dann können Sie ja immer noch hergehen und hauchdünn ein bisschen Zucker drüber streuen. Schaut's, und schon haben Sie wieder ein wunderbares Gebäck. Also dann sage ich noch einmal Tschüss, Ade, auf Wiedersehen, viel Gott.